Also erstmal geht es darum, dass nicht alles, was im Internet steht und gepostet wird, irgendwo wahr ist. Deswegen muss man das Ganze hinterfragen. Und das haben wir auch getan. Wir haben den direkten Dialog zur katholischen Kirche gesucht und haben den auch bekommen. Das war alles schwerst in Ordnung. Aber ich finde, 2021 muss man eigentlich dieses Gespräch gar nicht mehr führen. Da haben Generationen vor mir diese Diskussion geführt und sind dafür auf die Straße gegangen und ich dachte eigentlich, das wäre überflüssig mittlerweile. Und den Eindruck, also ich bin kein Fan der katholischen Kirche, ehrlich gesagt, aber mittlerweile bekomme ich einen immer und immer positiveren Eindruck davon. Und das muss auch einfach mal erwähnt werden. Und da darf auch jetzt nicht eine einzelne Person irgendwie jetzt durchs Dorf getrieben werden oder sowas. Das gehört sich einfach nicht, ne? Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, man widerspricht jetzt allem, was man irgendwie jetzt 2000 Jahre gemacht hat oder so, weil dann wird man unglaubwürdig. Da muss einfach ein Mittelweg gefunden werden. Das ist mir wichtig persönlich.